Ach so, da willst du, mach du mal. Du hast schon Reiseziel gewählt, ne? Nee. Ach so, okay. Jetzt kannst du. So. Ich glaube, ins Labyrinth oder so müssen wir, ne? Zum letzten Checkpoint, ne? Oder Nee, Labyrinth? ins Labyrinth. Ach stimmt, ja, genau. Ach ja, Checkpoint ist ja mal, wenn wir den aktivieren, dann kommen wir ja. Ne? Kann ja der und der sein. Genau, immer der letzte. Na gut, dann kannst du ja hier mal, kannst du dich umgucken. Oh, geil. Sieht auch Ja, richtig fett aus. finde ich auch. Ab geht's. Ab geht die Luzi. Kann nichts einsetzen. Da fehlt mir ein Gegenstand. Ja, aber hier gibt es einen schönen Zettel. Und auf der Stimmt. anderen Seite auch. Wir sind ja nicht so die Leseratten, ne? Nee, nicht so wirklich. Ja, ich bewundere, dass es Leute gibt, die sich so ein Game von vorne bis hinten komplett durchlesen. Also auch die Ja. ganzen Bücher und. Ist ja für die Programmierer auch krass, was sie da für Geschichten teilweise schreiben müssen. Das stimmt. Lang. Hier gibt es nichts. So, dann kannst du dir einen anderen Weg suchen. Super. Das hier auch schön. Was da unten geht, ist auch irgendwie lang. Ich muss da mal gucken. Gibt es da ein Geheimnis? Ach, nur was zu lesen. Okay. Das ist ja wieder nichts für mich. Hier oben öffnet sich ein Tor, wo rein können. Ach super, dann komme ich. So. Ab geht's mit deiner Schweißerbrille da. Ja. Schweißerhelm. Aber die habe ich auch nur auf wegen guten Eisen. Ja. Oh, ja, der hat ja auch eine Schweißerbrille auf. Auf jeden Fall. Oder einen Briefkasten auf dem Kopf. Ja, das ist eher ein Briefkasten. Ja. Oh, Prince of Persia spielt auch mit, aber die war, glaube ich, weiblich. Alter, wie das Großer aussieht. König, ich hätte nicht erwartet. Ihr? Ihr seid nicht der König. Wie habt ihr das Tor geöffnet? Ein zweiter Nui? Natürlich. Eure erhabenen Füße ehren den Sand des östlichen Windes, meine umherziehende Hoheit. Was eure Anwesenheit auch bedeuten mag, sie ist uns ein Segen. Ach, er sucht wieder Henry Ford nach dem letzten Auto, was Es noch gibt sicher existiert. niemanden wie Ja. euch, meine einzigartige Hoheit. Jedenfalls habe ich niemanden euresgleichen mit diesem Namen oder dieser Beschreibung gesehen. Es gibt einen, der es wissen könnte. Er teilt sein Wissen nicht gerne. Aber vielleicht würde er es einem Nui erzählen.
Genau, wenn es sein muss, werde ich ihn dazu zwingen. Ja, ja. Vielleicht seid ihr doch der Nui. Ihr sucht Eslam. Nee, ich bin eher der Louis. Aber ich muss euch warnen. Ihn herauszufordern wird nicht einfach sein. Seid vorsichtig. Ja. Ich hab doch eine Schweißermaske auf. Auf jeden Fall. Er regiert von der Zitadelle aus. In den Schluchten hinter dem Tor der schwarzen Sonne. Das Tor ist seit ewigen Zeiten versiegelt. Aber ihr werdet einen Weg finden, meine tatkräftige Hoheit. Wie alle Akari sehne ich mich lediglich nach der Rückkehr des Wächters und der Erneuerung des Planeten, meine scharfsichtige Hoheit. Es ist mir eine Freude und eine große Ehre, euch bei der Suche nach dem Nui, der dem Untergang des Wächters beiwohnte, behilflich zu sein. Oh, das ist aber nett. Nein. Seit dem Untergang des Wächters hat es nur einen gegeben. Eure Ankunft ist beispiellos, gar schicksalhaft. Nun geht, meine erleuchtete Hoheit. Das gefällt mir voll. Kniet da so rum und nennt mich Hoheit. So muss es sein. Ja. Oh, wollen wir den mal aktivieren hier? Ja, können wir auf jeden Fall machen. Oh, erstmal anfassen. Oh. Das ist gute energetische Arbeit. Ja. Welcher Wind? Oh, wir haben einen Weltenwanderer. Ja. Oh, ich weiß gar nicht. Ich mach mal wieder Vitalität, dass ich auf 16 bin. Ja, ein bisschen Vitali. Ja. Was höre ich doch da? Oh Gott. Da rechts ist was. Gottes Willen. Mach ihn tot. Okay. Gute Arbeit. Das war richtig gute Arbeit. Oh, ich habe mein Maschinengewehr ja gar nicht mehr, weil ich die Pistole habe. Aber die Pistole ist auch nicht schlecht, ne? Ja, die ist halt etwas langsam, aber die kannst du auch jederzeit wechseln, ne? Warte mal, ich gucke mal. Okay, aber Maschinenpistole hat auch nur 10,5 Schaden. Die Pistole 75,6. Ne, dann schieße ich lieber ein bisschen langsamer. Ja. Oh, hier gibt's lecker Brötchen. Ja. Geht ab, die Pistole, oder? Die hat echt Dampf. Ja, wo sind die denn? Ach hier, direkt vor meinem Glas. Hat sich versteckt genau unter der Mauer. Auf der Mauer, auf der Mauer. Alle Taschen voll. Liegt eine kleine Wanze. Ja. Gab's das Lied auch auf Ungarisch? Bestimmt. Hört sich bestimmt voll lustiger. Oh nein, jetzt kommt wieder ein Dicker. Oh. Da ist der Dicke. Oh,
Oh, den hast du aber gut platt gemacht. Ja. Oh, ja, dieses komische Feuermod-Ding ist auch nicht schlecht. Mhm. Du bist oben, ne? Mhm, genau. Mal gucken hier. Ah, hier ist eine Kiste. Sehr gut. Ja, das ist auch hier so alles so verwinkelt, bis man hier alles durchsucht hat. Das Gute ist, man kann sehr viel zerschlagen hier. Ja. Da gibt es immer ordentlich extra Kohle. Für mich ist das Maschinengewehr besser, weil ich so schlecht ziele. Scheiße, ich wollte gerade weglaufen. Oh nein, ich blute. Ich bin gleich tot. Ja. Ich fand das so geil, wie der so hinter dir hinterhergelaufen ist. Und bleib stehen. Naja. Ja, genau. Das. Ich guck mal kurz, warte. Ob wir überhaupt hier... Ja, hier sind wir nicht mehr gut ausgerüstet, also... Also wenn du jetzt in dieses Charaktermenü guckst, dann siehst du, dass da zwei rote Pfeile nach unten zeigen. Ja, bei mir ist nur Verteidigung nach unten. Angriff ist bei mir in Ordnung. Das ist gut, bei mir ist beides nach unten. Oh. Ich glaube, du hast ja auch deine Waffe auf 5, ne? Hm, genau. Ich habe auf 4. Sie haben uns gesehen! Das sieht nicht gut aus. Wenn ich Munition einsammel, bekommst du die dann auch? Nee. Okay. Das muss jeder für sich selbst einsammeln. Oh, da unten ist der Dicke. Alter, gehen aber ganz gut ab, die Jungs. Ja. Ach, du hast ja diese eine Mod geholt, ne? Dieses mit den kleinen Viechern, oder? Hm, genau. Das ist auch ganz cool. Ist leider noch nicht ganz voll, aber ist bestimmt ganz geil. Die müssten dann ja auf die anderen draufstürmen, ne? Genau. Oh nein, noch ein Dicker. Ah, hier kann man was zerschlagen. Oh oh, Vorsicht, der kommt gleich da durch die Tür. Oh oh. Nein, ich bin runtergeklatscht. Gott, hier ist ja noch einer. Ja, ich kämpfe auch gerade mit einem.
Warte mal, ich helfe dir aber erstmal. Wow. Das nenne ich mal Action. Schon wieder keine Munition für die Hauptwaffe, also für das Gewehr. Ach, scheiße. Ja, genau. Und ich bin verstrahlt. Das ist nicht gute Arbeit. Nee. Ob da irgendwie Munition für dich drin ist. Kann ich dir nicht eine Waffenkiste geben? Ich habe ja noch Waffenkisten. Ah, okay. Also ich wollte jetzt nur keine verbrauchen. Noch habe ich ja für die Maschinenpistole hier. Hm. Das erstmal reichen. Auf ihn drauf geschickt. Aua. Oh Gott, oh Gott. Was stimmt denn mit den Leuten? Hier ist Heilung. Ah, das tut gut. Ja. Oh nein, da kommt noch einer. Ja, cool aus. Ist noch ein Hund irgendwo, ne? Oh, da drüben gibt's so ein. Oh nein. Was stimmt denn hier mit? Hier gibt's noch einen Ring. Oh. Ausrüsten zur Prüfung. Erhöht die maximale Gesundheit um 25. Hört sich doch gut an. Ja. Setz dich mal ein. Welchen hast du eigentlich noch genommen? Den als zweiten Ring der Weisen oder? Ring der Dornen habe ich. Okay, warte mal. Ja, nehme ich auch mal. Also Weisen und Dornen habe ich. Also ich habe den jetzt, den du genommen hast, nicht an. Okay. Also den von Weisen würde ich anlassen, weil das gibt irgendwie mehr Erfahrungspunkte. Ne? Okay. Immer nicht schlecht. Okay, dann. Also habe ich zumindest die Meinung.
Alter, was für eine geile Landschaft, ey. Auch wie, ja. wie der Wind so pfeift und so, ist so atmosphärisch. Ja. Ich finde auch, und allein der Himmel, und wenn man da in Richtung Sonne und guckt hier mal, da oben diese, was ist denn das? Sonnenfinsternis? Stimmt, ja. Sieht aus wie so eine Sonneneruption oder so. Ja. Kiste? Gefäße, böse Gefäße. Ich weiß gar nicht, ob das... Wenn das jemand guckt, wie man die ganze Zeit solche Gefäße kaputt macht, ob das wirklich Freude macht? Oh, hier kann ich was... Ja, das ist die Frage, ne? Aber kann ich hier irgendwas einsetzen? Ne. Schade, hier fehlt mir was. Sieh, hier ist so ein Titan oder so. Oh ja. Na, vielleicht finden wir das irgendwann. Mit dem Schwert kann ich dich ja nicht verletzen, ne? Willkommen. Nee. Auf der Suche nach Nahrung? Heilmittel? Dann seid ihr hier richtig. Ja, das erklärt es. Ich habe eure Art noch nie zuvor gerochen. Eure Herkunft tut nichts zur Sache. Ihr seid hier willkommen. Meine Preise sind für alle gleich. Alter, wie der Hund aussieht, ihr vielleicht auch an Informationen interessiert? Und sein Schwanz. Akari. Oder der große König. Alle vertrauen Watt ihre Geheimnisse an. Also, mit was kann ich behilflich sein? Handeln, ich stell mal eine persönliche Frage, ne? Ich werde mein Bestes tun, um sie zu beantworten. Ah, gewiss. Die Buri verbessern oft ihre eigenen Körper. Um sich zu stärken. Oh, kannst du den streicheln, den Hund? Das habt ihr sicher schon gesehen. Ja. Das ist ja abgefahren. Die großen Welten Ivri erhalten beispielsweise mächtige Kristalle, die einzigartige Geschenke und Visionen gewähren. Leider nicht. Ich wurde nicht auserwählt. Oh. Nein, Watts Maske ist nur zur Dekoration. Die Qualität meiner Waren ist meine Stärke. Da. Bis zum nächsten Mal. Ich will den Hund auch mal streicheln. Willkommen ja. zurück. Sehr gut. Das hilft ja uns nochmal. Oh, der hat noch Schmuck zu kaufen. Ah, vielleicht da vorne für den Titan zum Einsetzen. Ich glaube, ich kaufe mir die Dinger. Kriegst du die jetzt auch? Nee, oder? Bis zum nächsten Mal. Muss ich mal gucken. Wo hast denn du die... Oder was hast du gekauft? Ich habe mir das Amulett und den Ring gekauft. Du kannst oben... Oben kannst du auswählen Schmuckstücke oder so, oder... Warte mal. Ich habe die Maske, Mantel, Ring. Wo finde ich denn das? Also du gehst halt... Hast du es gekauft? Achso, nee, ich dachte, ich hätte das
Im Inventar oder so? Oh nee, ich hatte nur... Genau, also wenn du das Amulett auch gehabt hättest, was ich gekauft hätte, dann wär's schon angelegt. Ah, okay. Willkommen zurück. Womit kann ich euch heute dienen? Komm mal, dann kauf mir auch mal was, ja. Was braucht ihr? Ich habe bestimmt etwas, das euer Interesse weckt. Bei mir hat er nur... Ach da, Schmuckstücke. Ja. Amulett des Heilers, Juwel der schwarzen Sonne. Genau. Kehrt wohlbehalten zurück. Ich hab mir beides geholt. Ja, ich auch. Wort hat alles, was ihr braucht. Nach dem Töten eines Gegners durch einen Fernangriff wird der Fernschaden 10 Sekunden lang um 5% erhöht, ist bis zu 4-mal stapelbar, okay. Ich find's gar nicht schlecht, das sind ja dann 20% im besten Fall, ne? Mhm. Mehr Schaden. Ja. Ich meine, wir töten ja ziemlich oft Gegner. Ja, das stimmt. Oh, was geht denn da? Was hier, gehen wir da hin oder wollen wir da noch mal ein bisschen gucken? Ich glaube, da kommen wir noch nicht rein. Das sieht aus wie Saurons Auge. Ja. Stimmt, ja. Ja, wie hieß der Berg? Oh. Nee, hier fehlen uns noch Gegenstände. Berg des Schicksals oder so. Mhm. Vielleicht können wir dann zu dem einen. Warte mal, zu dem einen Kristall. Achso, ja, können wir auch machen. Weil geradeaus ist die Karte auch noch nicht ganz aufgedeckt, ne? Diese besitze ich ebenso. Ja. Ich gucke hier mal kurz. Nee, hier kommen wir nicht her. Ach, da kommen wir nicht hin. Da oben ist, wenn du von hier guckst, da ist ein Durchgang oben. Da. Ne, so ein Dungeon. Aber da kommen wir noch nicht rein. Ich glaube, da kommt man bestimmt raus. Wir waren gerade da und er spricht von neuen Kunden. Naja, genau. Das nenne ich mal schlechten Service. Ja, Checkpoint. Oh. Ich habe auch kaum noch Munition. Das ist genau richtig. Ist ja ein Kollege. Mhm. Oh nein. Lass nachladen. Ich glaube, ich habe dich auch mal angeschossen. Friendly Fire. Ja. Haltet ihr den Rücken frei!
Von allen Seiten. Ach ja, das ist ja meine HDMI. Mal hier rein. So. Ich hab wieder. Wir können wieder einen Punkt vergeben. Ja, nicht nur einen. Komm mal hier rein. Oh. Oh, hier ist so eine Kiste. Ich glaube, wir haben auch wieder ein bisschen Geld, ne? Alles kaputt gemacht. Ja, wir kommen zu denen nach Hause, machen alles kaputt. No. Erschießen alle. Und sagen, die anderen sind die Bösen. Genau. Oh nein, da ist wieder so ein Berserker. Kollege, jetzt ist mal Ruhe hier. Genau. Heilige Scheiße. Ist aber laut, so. Alter, aber Ruhe im Karton hier. Ja. Auf dich zu. Ob der hat sich erledigt. Vorsicht. Ja. Warte, ich kann uns noch mal heilen hier. Bisschen. Diese Heilung ist jetzt nicht unbedingt so das Tollste, aber. Finde ich trotzdem gut. Also. Ja, ab und zu. Hm. Ja. Wie so eine Kopfschmerztablette. Ja. Mal kurz Häuser plündern hier. Oh, hier ist ein Sarg. Ist da was drin? Kannst ja mal reingucken. Ja, ich glaube auch, wenn man nicht alles durchguckt, dann verpasst man manchmal solche, diesen Erfahrungspunkt-Kram und irgendwelche tollen Gegenstände. Ich höre irgendwie einen Hund, aber ich sehe keinen. Vielleicht über dir? Das kann sein. Yeah.
Bisschen blöd sind die schon, kommen mit Speeren gegen Maschinengewehre. Ja, genau. Fetter noch, ne? Noch einer? Wir hatten doch gerade einen fetten, den hast du erledigt. Ah, okay. So. Ja, auf die Entfernung macht man echt weniger Schaden. Will er nicht durch Fenster springen. Es ist echt durch die schöne Stadt und plündert wie so ein Barbare. Genau bist du? Ach, da. Kopfschmerztablett. Mhm. Oh. Wir machen ja wirklich alles kaputt hier. Ja, das lohnt sich ja auch richtig. Ja. Hier links geht's irgendwo rein. Ist auch noch nichts ausgegraut. Oh, meine Kondition ist aber echt schlecht. Ja, ja, meine auch. Wollen wir ruhig mal reingehen? Ja, können wir ja noch, oder? Ja. Vielleicht reingucken. Es ist ja auch schon ein bisschen später. Wie spät ist denn das? Ich glaube nach 10. Achso, gar nicht gemerkt. Ich glaube 10 nach 10. Ja, okay. Das ist gute Arbeit. Auch sehr geil aus. Ah, siehst du, ich warte auch mal. Genau. Ja, das ist gut. Weil wenn wir dann gleich es vielleicht nicht durchschaffen, dann... mal kurz, ich muss mal bei der einen Waffe den Mod wechseln. Mhm. So, ich habe mir jetzt auch die kleinen Viecher genommen, die du auch hast. Ja, die sind ganz nett. Ja.
Ist auch wieder so schön verwinkelt alles hier. Aus wie in so einem Raumschiff. Stimmt. Oh, da ist ein Viech. Geht's denn lang? Gute Frage. In alle Richtungen hier. Ja, voll Müll, da muss man wieder alles durchgucken, weil sonst könnte man ja was verpassen. Oh, da kommt gleich ein Vieh runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auch Flieger unterwegs stand da eben. Ja. Oh weia. Das passt nicht mehr. Oh. So, ich habe da oben noch eine Kiste aufgemacht. Lang. Oh, hier das ist furchtbar. Hier ist wieder so ein Beamer irgendwie. Meinst du das Ding? Mhm. Gucken. Geht's? Ich glaube, wir müssen da lang. Schießen. Was wir machen? Das Ding, ja, das ist hier überall verteilt. Ich weiß nicht, was es ist. Da gibt's einen Gegner. Oh Gott, da gibt's mehr Gegner. Gibt's eine Kiste? Oh, die haben wir. Jetzt tut was auf dem Kasten, ne? Ja. Ja, von überall. Scheiße.
Säcke. Ah. Danke, danke. Ja. Ist doch kein Thema. Alles durchgucken jetzt wieder. Ob es hier was gibt. Oh nein. Was für ein ekelhaftes Ding. Das ist echt übel. Ja. Wo ist das denn jetzt? Ist das Zeug. Wir haben es erledigt. Ah, okay. Das ist ein bisschen blöd. Oh, man beschießt dann, Oh Gott, das sind viele. Hier hinten noch ein bisschen was auf. Oh. Was misst? Schießt einer auf mich. Mach ihn fertig. Ich glaube, ich sollte doch lieber wieder die Heilung reintun. Ja, die war echt gut, ne? Ja, zwischendurch, weil so... Ich mach das mal eben... Weil diese kleinen Viecher sind zwar cool, aber... Man muss die dann eh selber anschießen ganz oft. Mhm. Weil die im Weg stehen.